danke schön. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Würde Ihnen wie immer eingangs gerne ein paar Bemerkungen vorne anstellen. Wir haben am Wochenende Parteivorstandssitzung hier im Haus gehabt, eine sehr erfolgreiche Vorstandssitzung. Wir haben als zentralen Schwerpunkt die Frage der Europawahlen am 25. Mai gehabt und die Diskussion über die Wahlstrategie. Ich habe als Wahlkampfleiter dem Vorstand dafür einen Vorschlag unterbreitet, der am Ende mit einer sehr breiten Mehrheit bei nur zwei Gegenstimmen akzeptiert worden ist. Insofern kann ich bei allen Details schon einmal sagen, dass wir als Vorstand sehr geschlossen in diese Europawahl gehen werden und das ein oder andere, was wir an öffentlicher Diskussion im Moment haben, daran auch nichts ändern wird. Wir sind uns einig darüber, dass wir die Europäische Union als Gestaltungsraum ernst nehmen und dass wir Europa sozialer machen wollen und dafür sehr konkrete Vorschläge unterbreiten werden. Und das wird auch diesen Wahlkampf und die Auseinandersetzung mit den anderen Parteien prägen. Europa krankt nicht an zu viel europäischer Politik, sondern am Gegenteil. Das ist eine meiner Kernthesen und dabei bleibe ich, wahrlich europäische Politik würde auch den gesamten europäischen Raum im Blick behalten, für die gesamte Europäische Union wirtschaftlichen und sozialen Ausgleich herstellen. Das Gegenteil ist im Moment der Fall, nicht zuletzt durch das Agieren der Bundesregierung. Und das wird ein wichtiger Punkt sein in diesem Wahlkampf. Wir werden unsere Kritik an der Europäischen Union und den Akteuren dort üben, wo sie notwendig ist, an der unsozialen Troika-Politik, an den Demokratiedefiziten, die offensichtlich sind, an der unsozialen Kostenverteilung für die Krisenbewältigung, an dem Fehlen von Mindeststandards, gerade im sozialen Bereich in der Europäischen Union. Und wir werden dafür konkrete Vorschläge unterbreiten, nicht zuletzt auch mit unserem Wahlprogramm zur Krisenbewältigung, zu den Mindeststandards, Mindestlöhnen, Mindestsicherungen, zur Frage der Umverteilung der europaweiten Vermögensabgabe, aber auch zum Thema Friedenspolitik und Rüstungsexportverbot europaweit. Ich bin mir sicher, dass wir mit einem solchen Paket Kenntlichkeit beweisen werden gegenüber den anderen Parteien und dass es uns gelingen wird, unser Wählerinnen und Wählerklientel zu mobilisieren. Der Ausgangspunkt ist das Wahlergebnis zur Bundestagswahl, die 8,6%. Und wenn wir nicht selbst zu viele Fehler machen, glaube ich, dass wir da sogar noch ein bisschen was drauflegen können. Ich will als Zweites etwas sagen zum Thema Energiewende. Wir wissen seit dem Wochenende das ein oder andere, was sich der Energieminister in dieser Frage offensichtlich vorgenommen hat. Er hat eine sehr seltsame Strategie. Er suggeriert das Ziel des Ausbaus der erneuerbaren Energien und versucht es gleichzeitig mit angezogener Bremse zu erreichen. Das wird nicht funktionieren. Ich will einen zentralen Kritikpunkt unsererseits benennen. Dabei bleiben wir und deswegen können wir aus heutiger Perspektive auch diesen Vorschlägen nicht zustimmen. Das ist das Thema Strompreise. Das zentrale Problem ist, wer zahlt im Moment. Im Moment zahlen die privaten Verbraucherinnen und Verbraucher. Und die Industrie ist mit ihren großen Rabatten mehr oder weniger raus aus der Beteiligung an der Finanzierung der Energiewende. Das wollen wir ändern. Die Industrierabatte müssen drastisch runtergestrichen werden. Und dazu braucht es eine Senkung der Stromsteuer und auch eine Wiedereinführung der staatlichen Strompreiskontrolle. Dann hätten wir die Möglichkeit, die Energiewende auch sozial auszugestalten. Daran fehlt es im Moment und ich kann nicht erkennen, dass mit dieser Bundesregierung derzeit so etwas zu erwarten ist. Der dritte Punkt, den ich benennen will, ist das Thema NSA. Der amerikanische Präsident hat sich ja noch einmal umfänglich geäußert. Seit dem Wochenende wissen wir, dass die Bundesanwaltschaft zumindest einen Anfangsverdacht erkennen konnte, was die Ausspähung des Handys der Bundeskanzlerin betrifft. Ich will die Bundesanwaltschaft ermutigen, es nicht dabei zu belassen. Aus unserer Sicht ist ein Ermittlungsverfahren nicht nur wichtig als politische Botschaft, sondern auch zwingend. Im Übrigen kann ich den Ausführungen des amerikanischen Präsidenten nicht wirklich viel Gutes abgewinnen.
Im Wesentlichen ist ja seine Botschaft, dass allein auf das Ausspähen des Handys der Kanzlerin in Zukunft verzichtet wird. Alle anderen 80 Millionen hier in der Bundesrepublik Lebenden sollen weiter damit leben, dass sie ausgespäht werden durch die amerikanischen Geheimdienste. Nein, wir finden, damit müssen sie nicht unbedingt leben. Und ich erwarte von der Bundesregierung und der Kanzlerin, dass sie das auch sehr deutlich zum Ausdruck bringen. Und ich erwarte im Übrigen auch, um daran anzuschließen, an meinen ersten Punkt, dass es in dieser Frage auch ein geschlossenes europäisches Agieren gegenüber den Vereinigten Staaten gibt. Die Bundeskanzlerin hat in Aussicht gestellt, sich am 29. Januar gegenüber dem Bundestag zu erklären. Ich erwarte, dass sie diesen Tag nicht ungenutzt verstreichen lässt und klare Kante in dieser Frage gegenüber der amerikanischen Regierung zeigt. Letzter Punkt, den ich benennen will, ist das Thema Mindestlohn. Es ist öffentlich geworden, dass ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages vor Ausnahmen beim geplanten gesetzlichen Mindestlohn warnt. Ich kann nur betonen, dass wir als Linke ebenso schon seit geraumer Zeit immer davor gewarnt haben, einen Flickenteppich zu etablieren beim Thema Mindestlohn. Wir haben immer darauf bestanden, dass es einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn ohne Ausnahmen gibt. Alles andere, und das ist dem Gutachten zu entnehmen, ist ja offensichtlich auch verfassungsrechtlich bedenklich. Das, was im Koalitionsvertrag vorgesehen war, sowohl die Höhe als auch die Regelungen, haben schon in Aussicht gestellt, dass wir es doch mit einer sehr laschen Umsetzung beim Thema Mindestlohn zu erwarten haben. Das, was wir jetzt nach und nach noch erzählt bekommen aus den Reihen der Union, aus den Arbeitgeberverbänden und beim Thema Ausnahmen, lässt vermuten, dass wir am Ende wirklich nur noch über einen Flickenteppich reden. Dafür werden wir unser Ja selbstverständlich nicht geben können. Es braucht einen flächendeckenden Mindestlohn ohne Ausnahmen. Dankeschön.